So, und herzlich willkommen zurück hier bei den Stuttgart Open. Wir sind mittlerweile in dem zweiten 24er-Feld des Tages angelangt und sehen hier die Partie zwischen Tim Schöbel aus Heppenheim hier am Tisch und Michael Aujung aus Augsburg. Also ein hessisch-bayerisches Match auf baden-württembergischem Boden. Geht weiterhin bis 4 Gewinnspiele. Die beiden sind Teil einer Sechsergruppe, in der jeder gegen jeden gespielt wird. Und die ersten zwei jeder Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde, die heute Abend beginnt. Und der Gruppendritte oder die Gruppendritte, weil wir haben auch ein paar Frauen dabei, qualifiziert sich für einen Shootout, den wir gerade gesehen haben. Vor einer halben Stunde ungefähr. Und in diesem Shootout hat dann eine Person die Möglichkeit, sich noch für die Endrunde zu qualifizieren. Wir haben jetzt 24 Leute in diesem Feld, aufgeteilt in 4 Gruppen. Wie gesagt, die ersten beiden kommen weiter, sind 4x2, sind 8 Leute und einer aus dem Shootout sind 9. Insgesamt haben wir 7 solche Felder, sind dann insgesamt 63 Starter plus Titelverteidiger Christian Reimering. Da sind wir bei 64. Christian ist bereits gesetzt für die Endrunde als Titelverteidiger und wird dann heute Abend ins Geschehen eingreifen. Wird gespielt 10 Ball im Wechselbreak, 4 Gewinnspiele. Und Tim Schöbel ist hier auf einem sehr, sehr guten Weg, die erste Partie für sich zu entscheiden. Ist hier in Stuttgart auch steter Gast. Hat es schon öfter bis in die Finalrunde geschafft. Hat es auch mal... Ja, nicht geschafft, wie es halt so ist im Leben. Das Potenzial hat er auf alle Fälle. Ja, das Problem ist, er ist ein bisschen laufabhängig. Kenne ihn schon länger, aber wenn es mal läuft, dann ist das schon richtig gut. Und sein Kontrahent, der Michael Aujung, ja, den kennt man auch von deutschen Meisterschaften, für die er sich schon qualifiziert hat. Also der weiß auch, wie es funktioniert. Also könnte ein schönes Match geben. Und der Tim schafft es hier, schon mal gleich das erste Spiel für sich zu entscheiden. Bedeutet auch sowas wie, ja, ein Break, weil wir spielen im Wechselbreak und Michael hatte angefangen. Und jetzt hat Tim mit seinem eigenen Break die Chance, gleich mal auf 2:0 zu erhöhen. Währenddessen laufen hier die Partner der Stuttgart Open durchs Bild, da hatten wir Metz gesehen. Wir haben jetzt hier Kamui im Bild mit Thorsten Hohmann. Arthur Q, die German Tour natürlich vom Touch Magazin. Hier gibt es dicke, fette, viele Punkte. Wird sich einiges tun in der Rangliste nach dem Turnier. E7 ist eingeblendet als Host, damit wir hier eine schöne, stramme Leitung haben und ihr zu Hause den Stream verfolgen könnt. Natürlich links oben im Bild Poolstage als Organisator der Stuttgart Open und auch hier verantwortlich für den Stream vor Ort. Haben wir jetzt sogar aufs Tuch geschrieben. Oh, schon ist es weg. So. Gutes Break. Bälle liegen gut auseinander. Ja, keine Cluster, Problem 1 auf 3. Muss er so, so einen halben Stecher, kann man sagen, spielen. Technisch wirklich sehr anspruchsvoll. Nur halb gelungen. Ja, ich sag mal, er sieht die 3. Geht die an der 10 vorbei ins Eckloch. Große Frage, er hat kurz geschaut. Wenn jemand so kurz schaut, dann denke ich auch, dann wird er gleich gesehen haben, der geht. Aber trotzdem ist natürlich im Unterbewusstsein immer noch die 10, die liegt da halt eben ungünstig. Und dann spielt man ruckzuck mal zu dünn und die 3 geht an die lange Bande, wie geschehen. Und jetzt hat natürlich der Michael einen guten Einsteiger und sollte mit der restlichen Partie keine größeren Probleme haben.
Ja, vielleicht ein bisschen zu gerade. Wird er unter Umständen danach auf die 6 einen zu großen Winkel haben, der die Position auf die 8 erschwert. Ich glaube, das hat er auch schon jetzt hier bemängelt sozusagen, ein bisschen das Gesicht verzogen. Ich denke, er weiß da auch, was ihm jetzt dann als Schwierigkeit bevorsteht. Aber es ist ja nicht so, dass das jetzt nicht unschaffbar wäre. So. Soweit. Jetzt ist hier die Frage, ob er versucht, die Weiße zu halten, quasi nur von der langen Bande zurücktropfen lässt in Richtung Mitte des Tisches. Oder aber das Ganze ein bisschen druckvoller gestaltet mit Rechtseffekt pendeln lässt. Ja, ich glaube eher, dass er einfach nur halten wird. Schauen wir mal. Ja, ist aber schon. Na, war eigentlich zu fest, hat er Glück gehabt. So, alles wieder in der Reihe, da haben wir das 1-1. Schiedsrichter hier im Bild ist übrigens der Nando, der hier nahezu jede Partie begleitet. Ehrenamtlich, ist natürlich ein super Job, den er hier macht. Es ist schon warm hier, er hat sich auch ein bisschen legerer angezogen, aber das ist schon in Ordnung, da haben wir glaube ich alle Verständnis, wenn man den ganzen Tag hier unter den Strahlern steht am Center Court. Hier haben wir die Werbung für Poolstage. Der Michael, der spielt beim BSC Augsburg in der Verbandsliga in Bayern und wird damit auch wahrscheinlich gegen mein Team auf mein Team treffen. Da kann man sich schon drauf freuen. Da werde ich dann den Michael im Punktspiel wiedersehen. Kann ich mich schon mal einstellen, dass ich da ganz gut spielen muss, um eine Chance zu haben. Nichts gefallen jetzt, aber auch nichts Sichtbares für Tim Schöbel. Okay, dann lässt er dem Michael doch eine ganz klare Möglichkeit, ins Spiel einzusteigen.
so nach dem Motto, ja, zeig mal, was du kannst. Natürlich ist der Einsteiger nicht ohne, auch was jetzt gerade die Stellung betrifft. Er versucht es wohl ein bisschen mit Linkseffet auszugleichen, dass die Weiße nicht hinter der 3 und 6 verschwindet. Das macht den Stoß an sich natürlich nicht leichter, weil man noch ein bisschen was berechnen muss. Da hat er auch zu dünn, deutlich zu dünn gespielt. Naja, dann hat sich da dieser Offensiv-Push, nenne ich das mal, hat sich vom Tim, der Offensivpush hat sich gelohnt. Der könnte dann doch zu weit laufen. Sehen wir es gerade nicht. Ist zu weit gelaufen und auch keinen offenen Ball. Was probiert er da? Die Weiße hinter die 10. Okay, gut. So, links unten ist angesagt. Und die Weise geht über eine, vielleicht zwei Vorbanden auf die 2. Eine Vorbande und naja, das ist schon mal in erster Linie erstmal sicher. Dann hat sich der Tim Schöbel einen Vorteil erarbeitet jetzt mit dem Safe-Duell, das er eigentlich jetzt gewonnen hat. Jetzt muss er es auch natürlich außen nutzen und die Partie möglichst ausschießen, aber mit diesem Positionsspiel wird es natürlich nicht leichter. Nicht nur, dass er jetzt ein Problem hat, die 3 zu versenken, sondern Position auf 4 ist natürlich ähnlich schwer wie die Versenken, ergo er steigt wieder aus mit einem Save. Ist auch richtig so. Damit kann er sich dann den nächsten Vorteil erarbeiten. Und ich denke mal, dass er den auch bekommen wird, den Vorteil. Das wird schon richtig knifflig, da aus der Sicherheit rauszukommen. Ja, da guckt der Michael, ob er was über 2 Banden lösen kann. Kurze Bande hier unten rechts quasi, dann lange Bande oben, dann auf die 3. Naja, so ungefähr muss er rauskommen. Ergo, er muss ungefähr irgendwo zwischen Stuttgart und Open, zwischen dem Wort, da in der Mitte. Irgendwo muss er hin. Würde ich mal von hier so mal tippen. Bisschen mehr Richtung Stuttgart hat er gezielt. Naja, kommt er direkt gegen die 8. Ja, also war doch meine Vermutung doch ein bisschen richtiger.
Also Tim mit Ball in Hand. Und was macht er da? Geht er da jetzt ernsthaft auf den Kombi? Wieso probiert er das nicht auszumachen? 3 links, 4 rechts, 5 Mitte. Wäre doch auch nicht so das Problem, aber naja, gut, kann man so spielen. Muss man nicht. Er hat getroffen und hat damit recht. Und geht mit 2-1 in Führung. Kamui, clear mit Thorsten Hohmann, mit Mika Immonen und mit Ralf Suke. Zwei von ihnen spielen Kamui Clear und Mika Immonen Kamui Original. Hier bei den Stuttgart Open 2015, die wie Phönix aus der Asche hier eingeblendet werden. E7 als Hoster für die Unmengen an Datenvolumen, die jetzt hier an diesen beiden Tagen transportiert werden. Wieder nichts gefallen. Die Spielstandsanzeige ist da noch falsch. Der Tim Schöbel führt 2-1. Jetzt ist es ganz falsch. Der Tim Schöbel führt mit 2-1 weiterhin. Und sieht sich jetzt hier im richtig, richtig guten Safe ausgesetzt. Eine Bande soll's richten. Ah, noch eine zweite und drin. Alles klar. Natürlich hat er jetzt nicht wirklich Glück, was die Stellung auf die 2 betrifft. Aber er ist noch am Tisch und es kann sogar sein, dass er die 2 sieht, dass die sogar ins Eckloch hier unten links geht. Hier nochmal der Hinweis, nach dem Spiel gibt es das Showmatch mit Ralf Eckert, mit Klaus Zebrekis und den Finalisten des Jugendregio-Cups von gestern späten Nachmittag. Also da wird wie immer bei den Stuttgart Open der Jugend die Chance gegeben, mal hier vor großem Publikum zu spielen. Also schaut es euch an, was der Nachwuchs so kann, wird bestimmt ganz lustig und kurzweilig. Hab mir schon mit Steffen Groß hier in kompetenten Co-Kommentator besorgt. Und da wird man bestimmt ein paar lustige Minuten erleben, bevor es dann wieder mit dem Ernst weitergeht. Mit dem Ernst der Lage. Oh, hier bringt sich auch der Tim in Ernst der Lage. Vielleicht hat er da nochmal Glück. Und die geht noch. Von hier sieht es wirklich gut aus, als wenn der geht. Also ich gehe mal davon aus, das ist auch so. Ja. Thank you.
Da spielt er es jetzt wirklich sehr flüssig. Jetzt ist offen das Brett, dann wird mit Untermaß Tempo erhöht. Da hat er sich jetzt noch ein bisschen verstellt, weil er wieder mal zu faul war zu gucken. Muss mal oben links spielen. Ja. Hat 3:1 für Tim Schöbel. Da musste Michael Aujung jetzt wieder mal ein bisschen Gas geben, damit es nicht gleich vorbei ist. Hier links sehen wir übrigens das Kö von Mika Immonen mit der finnischen Flagge. Da haben wir Billard Pro aus Berlin. Gibt es wieder 10% einen Gutschein. Code Stuttgart 2015. Den muss man verwenden bis Jahresende, dann gibt es 10%. Und Kamui. Kreide und Leder. Und don't worry, eat happy. Happysnack.de. Wann kommt bei mir mal was an? Wieder nichts gefallen. Also da haben sie jetzt wirklich eine Serie von erfolglosen Breaks. Aber auch kein Einstiegsball. Sind die Banden auch ein bisschen zu rutschig auch noch. Die greifen nicht so richtig, wenn es um Sachen Effet geht. Er wollte jetzt natürlich die Weise 10 cm weiter oben haben. Aber weil die Banden nicht so richtig greifen bei diesem Effet, ist sie jetzt runtergerutscht. Und dahin, wo sie jetzt liegt. Ja, das war jetzt auch nichts. Geht er noch? Ja, aber das ist auch keine Stellung auf die 2. Nee, das ist alles nicht so gut, wie es sein müsste. Und der weiß natürlich auch, jeder Fehler, oder ja, den er jetzt einstreut, könnte der letzte sein. Also muss man jetzt schon mit Bedacht vorgehen, ob man jetzt hier weiter offensiv an die Sache rangeht. Oder ob man einfach mal sagt, okay, dann muss ich jetzt mit Safe aussteigen, auch wenn ich es eigentlich gar nicht will und es mich ankotzt. Aber manchmal muss man einfach mal defensiver agieren. Macht er nicht. Ne? Er geht wirklich die offensive Variante und nimmt in Kauf, jetzt das letzte Mal am Tisch gewesen zu sein. Ne? Ah. Das war jetzt nicht so gut gespielt, da wollte er es erzwingen. Christian Breme gegen Ottmar Baumann an Tisch 4. Gut gehalten. So, jetzt nochmal Richtung Tischmitte zurück. Entweder über die lange Bande als Druckball. Ja, genau. So, und jetzt heißt es dann irgendwie der 10 und der 6 aus dem Weg zu gehen, um hoch auf die 5 zu kommen. Und dann ist es, glaube ich, Geschichte, das Ganze. Ja, macht der Nachläufer über kurze Bande, lange Bande. Hm? Kurze Bande, lange Bande, ja. So, jetzt noch einmal über die kurze Bande hoch zur 6 wieder. Und den Rest seht ihr selbst, denke ich mal.
Noch ein Stoppball, vielleicht ein paar Zentimeter zurückziehen. Sollte eigentlich reichen. Ah, zu viel. Zu viel. Da wird er aufs Mittelloch gehen mit der 9. Oder? Ja. Damit gewinnt der Tim Schöbel gegen Michael Jung mit 4:1 in diesem Gruppenmatch. Schon mal ein guter Einstieg in die Gruppe für ihn. Vielleicht war es auch schon sein zweites Match. Schaut einfach mal rein auf stuttgartopen.de, wo ihr jetzt gerade den Streams seht. Da gibt es ja auch alle Live-Ergebnisse von allen Gruppen, alle Spielorte. Wir sind nicht nur in Stuttgart, wir sind auch in Leonberg, wir sind in Ludwigsburg und wir sind in Filderstadt.